Hallo draußen an den Geräten. Ich habe heute einen Quick-Tipp für Sie. Und zwar, wie man den DJI OM4 Gimbal mit seiner Magnetaufhängung auch mit den neuen 12er iPhones mit MagSafe benutzen kann. Und zwar magnetisch. Die Sache ist die, der chinesische Hersteller DJI hat mit dem OM4 einen wirklich brauchbaren Smartphone-Gimbal auf den Markt gebracht. Ich werde ein bisschen ausführlichen Test vielleicht noch hier oder unten verlinken. So. Eins der Features, das mir besonders gut gefallen hat, ist die Magnetaufhängung. Das heißt, hier ist ein Magnet und für das Smartphone gibt es einen Magnetgegenpol, wenn man so will. Und wenn man das dann einfach nur draufsteckt, hochfährt, dann ist man innerhalb weniger Sekunden eingeschaltet und betriebsbereit. Und schon kann es losgehen. Gleichzeitig hat aber Apple mit den neuen 12er iPhones ein System rausgebracht, das nennt sich MagSafe. Der ist versteckt im Smartphone ein Ring aus Magneten, wo man kabelloses Laden und anderes Zubehör dran klipsen kann. Jetzt passt natürlich das Magnetsystem von DJI nicht mit MagSafe von Apple zusammen, wäre auch zu schön gewesen. Man kann natürlich die Klammer nehmen und auf das iPhone 12 drauf machen. Das geht problemlos, funktioniert auch super. Und man kann natürlich auch den kleinen Pin, den es da gibt, hinten auf die iPhone 12s draufkleben. Auch dann funktioniert das mit dem Gimbal. Allerdings macht man sich dann ja sein MagSafe quasi kaputt. Sprich, das kabellose Laden funktioniert ja nicht mehr. Zubehör kann man nicht mehr drauf machen, weil ein Magnet auf dem anderen, die tun sich zwar nichts, aber das Zubehör funktioniert halt dann nicht mehr. Es gibt allerdings eine Lösung, die tatsächlich clever ist und einfach funktioniert, und zwar sogenannte MagSafe Bases. Das ist eine kleine Platte, ich glaube aus Alu oder sowas, da sind Magnete drin eingelassen. Passende Magnete für MagSafe, wie sie auch die Wallet von Apple selber hat, die man hinten aufs iPhone draufklicken kann. Ja, und da kann man einen Fingerhalter hinten dran machen oder eben den Pin von DJI. Und wenn man das dann nimmt und aufs iPhone drauf macht in der richtigen Orientierung, dann zack, ist hier hinten einfach magnetisch der Pin befestigt. Und wenn ich dann den Gimbal nehme, das Ganze drauf mache, hochfahre und anschalte, zack, ist das iPhone 12 betriebsbereit, geht auch im Querformat, weil der Trick ist, das MagSafe-System von Apple ist auch schon tatsächlich zentriert, der ist damit auch gleich perfekt ausbalanciert, das funktioniert wirklich einwandfrei. Und man kann es natürlich auch ganz einfach am Ende wieder abnehmen, wenn das Ganze ausgeschaltet wird, dann holt man das Ding runter und hat ein cleanes iPhone. Das Schöne an dem Verfahren ist, dass man es auch mit Hüllen benutzen kann. Ich würde keine normale Handyhülle nehmen, dieser zusätzliche Abstand vom Magnet reduziert die Magnetkraft ein wenig. Es gibt aber sogenannte MagSafe-Hüllen von Apple selber, auch von Zubehöranbietern. Die haben, man sieht es bei dieser transparenten Hülle hier ganz gut, einen Magnetring und unten für die Ausrichtung ist da noch so ein kleiner Pin dran. Das heißt, die im Handy versteckten Magnete werden hier in der Hülle nochmal dupliziert und verstärken das Magnetsignal, respektive reichen es sozusagen nach außen durch. Und wenn man das also als Handyhülle hat, nimmt man den Gimbal, dreht, damit er gut ausgerichtet ist, die Basis einmal bis zum Anschlag nach rechts, geht dann einfach direkt drauf, dann ist das Ganze auch schon wieder fertig. Ich gehe hoch, ich schalte an mitsamt Hülle und der Gimbal initialisiert sich, startet und ist sofort betriebsbereit, auch mit der Hülle. Geht natürlich auch hier wieder im Querformat, funktioniert wirklich einwandfrei, man hat die Hülle dran. Und das System hält auch tatsächlich wirklich fest. Also da kann man schon ziemlich rumschütteln. Das Magnetische hält, wenn man nicht es aus dem fahrenden Auto raushält gegen den Wind, da wäre ich vorsichtig. Für normale Filmeinsätze hält das Magnetsystem. Fairerweise muss man sagen, dass es zwar vernünftig hält, aber tatsächlich nicht ganz so fest ist wie das MagSafe pur. Also hier der Magnet geht deutlich schwerer ab und schnallst auch besser dran, ist also fester, aber damit muss man leben. Ich bin aber der Meinung, dass für meine Verhältnisse ist es okay. Das war's mit dem heutigen Quick-Tipp für alle Benutzer von einem iPhone 12, die gerne den OM4-Gimbal benutzen möchten und die Vorteile einer schnellen magnetischen Befestigung mit diesem kleinen Adapterstück selbst zu basteln. Größenordnung 15 Euro plus minus lässt sich das bewerkstelligen. Ja, echt eine gute Sache.
Wenn Ihnen der Tipp gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.